So, da sind wir auch wieder zurück. Sorry für die kleine Unterbrechung. So viel zu dem Thema. Ja. Okay. Dann gucken wir mal, was Kavalon hat. Zeig mir deine Ware. Wie immer gar nichts. Sollten wir vielleicht mal ein paar Bolzen mitnehmen? Ups. So. Müsste theoretisch reichen. Dann kriegt er hier noch was Erz, da ich ja nichts anderes mehr habe. Muss er vielleicht die Amphore. So. Full Jagd. Was kann er noch so Kannst du beibringen? lieber... Komm. Schleichen und Bogen. Beides habe ich nicht. Okay. Habe ich zwar eine Armbrust, aber ich kann sie nicht benutzen. 30 Punkte brauche ich. Aber wenigstens habe ich den Zweihänder. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Und dann mache ich mich mal auf. Dann doch mal was zu erkunden, wo ich dann mal gestorben bin. Aber das wisst ihr ja natürlich. Ja, verfolgt ihr mal Let's Play. Ich hoffe, dieses Mal schaffe ich es. Ich meine, es waren ja nur zwei. Aber es waren immerhin Krieger. Da ist nix. Aber da oben. Warten Sie schon. Okay. Alter, das ist irgendwie total schlecht gerade mit dem Zweihänder. Und wie muss ich mich da noch einfinden? Er schlägt irgendwie viel zu langsam zu, finde ich. Mal gucken. Okay, ich glaube, so geht das besser. Hoffe ich zumindest. Hey. Okay, irgendwas stimmt da gerade nicht. Ich schaffe es immer noch nicht, gegen einen verdammten Ork zu kämpfen. Das ist echt irgendwie ein bisschen low. Ich habe gedacht, die Waffe wäre so gut. Ich möchte die umtauschen. Er hat mich verarscht. Aber dann lasse ich es halt noch, dann wenn die nächsten Level, die ich mache, auf Bogen Geschicklichkeit gehen, dann sniper ich die einfach alle weg, ey. Ist mir scheißegal jetzt. Aber dann gucken wir erstmal, was so das alte Lager macht. Oder auch nicht. Reden wir erst mit unserem Freund Milton. Sie sind alle tot, alle tot. Ich konnte nicht helfen, ich war unterwegs, Ganz ruhig, Milton. Was ist los? Sie haben die Feuermagier getötet.
alle, bis auf mich. Und da hätte auch nicht mehr viel gefehlt. Am besten du erzählst ganz von vorne und der Reihe nach. Okay. Ganz ruhig, Milton, ganz ruhig. Es fing alles damit an, dass die alte Mine einstürzte. Die alte Mine ist eingestürzt? Nein. Ja, es ging alles sehr schnell. Keiner aus der Mine hat es herausgeschafft. Die Gardisten haben den Mineneingang gesperrt. Hm. Lester und ich haben die Bergfestung ausgenommen. Er hat mir davon erzählt. Du scheinst vertrauenswürdig zu sein. Wo habt ihr vier euch bisher getroffen? Ach, hier und da. Wir treffen uns an den verschiedensten Orten. Na dann. Wie konnte die Mine einstürzen? Keine Ahnung. Einige Buddler, die vor dem Mineneingang warteten, erzählten von einem gewaltigen Beben und einer riesigen Staubwolke, die aus den Stollen kam. Warst du dort? Ja, dort erfuhr ich dann auch vom Einsturz. Was sagtest du über die Feuermagier? Ich weiß nur, dass sie kurz nach dem Einsturz alle von den Erzbaronen umgebracht wurden. Als ich von unserem gemeinsamen Abenteuer unter dem Stonehenge zurückkehrte, griffen mich die Wachen am Tor plötzlich an. Sie schrien mir Worte wie Verräter und Kollaborateur entgegen. Ich konnte mich gerade noch in Sicherheit bringen. Das ist schlecht. Warum töten Erzbarone Feuermagier? Das gibt doch keinen Sinn. Das stimmt. Nur gaben mir die Wachen am Lagereingang keine Gelegenheit, danach zu fragen. Sie zogen sofort ihre Schwerter. Vielleicht kann Diego dir mehr erzählen. Er war im Lager, als sich die Ereignisse zuspitzten. Okay. Du solltest dich verstecken. Weit weg von hier. Nein. Diego und ich haben beschlossen, die beiden Tore im Auge zu behalten und ahnungslose Freunde aus anderen Lagern zu warnen. Bitte, sprich noch mit Diego. Wo kann ich Diego finden? Er hält sich auf der anderen Seite des alten Lagers in der Nähe des hinteren Tores versteckt. Bitte sprich mit ihm. Werde ich tun. Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Ja, die Erzbarone töten Magier. Das ist scheiße. Was ist denn jetzt nur mit unserem Plan, hier auszubrechen aus der Mine? Aus der Kolonie, besser gesagt. Ich glaube, wir sind alle am Arsch. Aber erstmal quatschen wir mit Diego. Da ist die alte Mine also eingestürzt. Das hat mit Sicherheit irgendwas damit zu tun, dass ich die Minecrawler da platt gemacht habe und die Viecher bestimmt alles eigentlich in Stand gesetzt hatten da unten und jetzt, da sie alle tot sind, keine Ahnung, ist alles einfach weggefault. Deren komischen, schleimigen Rohre da, die sie da hatten. Diego! Was da los? Hey, psst. Sei ganz leise! Hallo Diego, ich habe Milton auf der anderen Seite des Lagers schon gesprochen. Gut, dann weißt du ja schon, was passiert ist. Aber weißt du auch von dem geplanten Überfall auf die freie Mine? Wie konnte die alte Mine einstürzen? Einer der Buddler, der sich retten konnte, erzählte davon, dass sie auf der untersten Minenebene einen unterirdischen Fluss angegraben haben. Als das Wasser in die Mine einbrach, wusch es einige Stützpfeiler weg und der gesamte obere Bereich stürzte ein. Nur eine Handvoll Leute haben es lebend aus der Mine rausgeschafft. Okay. Wieso sind die Feuermagier tot? Das ist eine etwas längere Geschichte. Ich hab Zeit. Nun erzähl schon. Es ist nicht die erste längere Geschichte, die ich mir anhören muss. Nun gut, ich hatte das Glück, mich beim Eintreffen der Nachricht vom Einsturz der Mine im Haus der Erzbarone aufzuhalten. Gomez war über das Unglück völlig außer sich und sah dadurch sofort seine Machtposition gefährdet. Klar, wer das Erz kontrolliert, kontrolliert die Kolonie. Richtig. Nun, da er von seiner einzigen Einnahmequelle abgeschnitten ist, wird auch der Warenfluss von der Außenwelt bald stoppen. Niemand wird mehr für ihn arbeiten wollen, wenn nicht bald eine andere Einnahmequelle aufgetrieben wird. Und deshalb ein Überfall auf die freie Mine. Das ist, neutral betrachtet, die einzige Chance, die Gomez hat, seine Macht zu erhalten. Vor einigen Stunden sind 2 Dutzend Gardisten in Richtung freie Mine aufgebrochen. Er könnte sich einfach auch eine andere Mine suchen. Ich meine, das ist das Minental und es gibt mit Sicherheit nicht nur 2 verdammte Minen hier unten. Das ist irgendwie witzlos. Das ist Wahnsinn.
Ich muss das neue Lager warnen. Dann solltest du dich beeilen, denn sie dürften die freie Mine schon fast erreicht haben. Aber sie würden niemals an den Befestigungen des neuen Lagers vorbeikommen. Das ist nicht nötig. Schon vor einigen Monaten haben sie einen Weg über die Berge zur freien Mine gefunden, den niemand sonst kennt. Ich habe Gardisten vor den verschlossenen Toren gesehen. Halt dich bloß von ihnen fern. Sie greifen jeden an, der sich dem Lager nähert. Sie haben wohl Angst vor den Vergeltungsmaßnahmen nach dem Überfall auf die freie Mine. Aber was passierte mit den Feuermagiern? Koristo und die anderen Magier waren die einzigen im Lager, die vernünftig blieben. Sie verboten den Überfall und forderten eine Einigung mit den beiden anderen Lagern. Sie verboten Gomez den Überfall auf die freie Mine? Tja, Koristo und die anderen hätten wohl weniger forsch auftreten sollen. Gomez verlor das Vertrauen zu ihnen und ließ sie hinterrücks niederstrecken. Feiges Schwein, Alter. Was wollen Milton und du nun machen? Wir werden hier noch eine Weile ausharren und andere Freunde warnen, bevor sie den fanatischen Gardisten in die Hände laufen. Aber du könntest uns noch einen Gefallen tun. Ist schon so gut wie erledigt, sprich. Suche Lester und Gorn. Sie müssen wissen, was hier passiert ist. Richte ihnen aus, dass wir vier uns wie immer am verabredeten Platz treffen. Wenn ich sie vor euch treffe, werde ich sie warnen und zu eurem Treffpunkt schicken. Danke, mein Freund. Du scheinst wirklich in Ordnung zu sein. Geh nun. Wir sehen uns später. Okay. Mach's gut. Damit würde ich sagen, damit beende ich jetzt auch diese Folge. Vorerst. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch soweit gefallen hat, außer an den paar Stellen, wo, naja, wisst ihr schon, ne? Und ja, dann sehen wir uns wieder und werden erfahren, wie es nun weitergeht mit den Feuermagiern und den Wassermagiern und der Barriere und all dem ganzen Zeug hier unten. Wir dürfen gespannt sein. Hoffe ich. Also, ne? Also, wir sehen uns dann, ne? Tschüss.